gelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Wenn wir gestern miteinander den Christkönigssonntag gefeiert haben, dann muss man eindeutig auch so sagen, dass die Erneuerung der Kirche nur über das Kreuz geschieht und über die Gottesmutter. Anders wäre wirklich realistisch, muss man nicht auch sagen, wer wirklich vielleicht auch so realistisch denkt, der muss sagen, ja, das stimmt tatsächlich. Herr Pfarrer, Sie haben schon recht. Aber wir wollen es eigentlich nicht wahrhaben. Wir denken nämlich immer, wissen Sie, Herr Pfarrer, wir kommen ums Kreuz herum. Dann trinke ich halt einen bitteren Kaffee, das ist vielleicht auch schon ein Kreuz, aber die Kirche wird halt nicht erneuert durch Sitzungen und durch Blabla, sondern die Kirche wird erneuert einzig und allein durch das Kreuz, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus und durch unser Bemühen eben um diese Heiligkeit. Und das muss man immer wieder so feststellen, das geht nicht anders. Also wenn einer von euch irgendwie so eine Idee hätte, wie es doch gehen könnte, weil dass es entsprechende Tabletten oder Tropfen gäbe, dann wäre ich sehr dankbar dafür. Aber bisher leider noch nicht. Es geht nur über die Liebe. Und das ist ein anderes Wort für Kreuz. Hört sich doch schon viel besser an. Das Kreuz, der Höhepunkt der Liebe Jesu zu uns Menschen. Und da wissen wir alles im Blick auf das Kreuz, um es halt eben auch mit dem heiligen Konrad von Partzam zu sagen, ja, es ist wirklich unser Buch. So wie wir auf das Kreuz schauen können, da hören wir im Prinzip die allerwichtigsten Dialoge, aber auch die allerwichtigsten Worte für unser Leben. Und es lohnt sich immer wieder, gerade auch dann, wenn man es schwer hat, gerade auch dann, wenn man so, ja, Mut braucht, Kraft braucht, Stärke braucht, auf das Kreuz zu schauen und sagen, für dich, Jesus, mit dir, Jesus, und aber auch mit dir, Maria, für dich, Maria, in dir, Maria, um es mit dem heiligen Ludwig Maria Grignon zu sagen. Ich lade euch alle dazu ein, so ein bisschen darüber nachzudenken, wie wirklich Erlösung geschieht, wie wirklich Heiligung und Heil geschieht, wie wirklich Erneuerung in der Kirche geschieht. Mir scheint, es ist so der einzige Weg, das Kreuz. Und deswegen lasst uns so mutig diesen Weg so weitergehen. Lasst uns so mutig diesen Weg so weitergehen und immer wieder aufstehen, immer wieder neu Mut fassen auch. Nicht liegen bleiben, sondern neu Mut fassen, weitermachen, weitergehen, weiter lieben. Und die Kraft, die Quelle der Liebe, die haben wir hier. Hier ist die Quelle der Liebe und da wird uns der Herr alle Liebe, alle Stärke, allen Segen, seinen Heiligen Geist, den wird er uns da geben. Und um das bitten wir ihn jetzt. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, da du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.